Moin, Jungs. Moin, Herr Professor. Ah, du bist der Neue, wa? Ja, du brauchst nicht aufzustehen, wenn ihr reinkommt. Das tun sie bei mir alle nicht. Was hab ich davon, wenn ihr aufsteht? Ne? Moin, Bemmel. Moin. Ja, moin, hab ich schon gesagt, wa? Ach, ist das ein Wetterchen heute. Und die Sonne scheint so schön. Ich bin so gut gelaunt. Da wollen wir uns aber auch ja nicht ärgern. Wo sind wir denn dran? Aha, heute haben wir die Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Und der große, runde, schwarze Raum, der hat zwei Löcher. Das eine Loch, da kommt der Dampf rein. Und das andere Loch, das kriegen wir später. Was tut nur der Dampf? Der Dampf, der drückt auf den Kolben. Was eine Kolben ist, das kann man nicht explizieren. Das steht im Buch. Das steht überhaupt alles im Buch, was ich sage. Bloß sind sie so schön. Was machst du denn da unten, Rudi? Wir sind ziemlich runtergefallen. Da siehst du, dass du den Groschen wiederkriegst. Das ist viel Geld für eine Junge. Ne? Ja. Wo waren wir dran? Ach so, ja, beim Kolben. Nun ist das ganz raffiniert gemacht. Da kommt auch Dampf von der anderen Seite rein. Und der drückt auch auf den Kolben. Siehst du? Und darum geht der Kolben hin und her und her. Und was gibt's mir für die Mecklenburg? Hast du die doppelt? Ist ja egal. Da ist nämlich so ein komisches Ding dazwischen. Am einen End geht es hin und her und am anderen End geht es rund. Das ist die Pleuelstange. Manchmal hat so eine Dampfmaschine auch zwei Zylinder. Dann ist es eine Zwillingsmaschine. Da ist ja nichts zu lachen, das heißt. Dann geht der Dampf erst in der eine Zylinder, der ist kleiner und dann in der andere. Sind noch Fragen? Dann wisst ihr jetzt ganz genau, wie eine Dampfmaschine geht. Und wer nicht, der ist es selber in Schuld. Wo ist denn der andere Schuh? Er hat doch eben noch hier gestanden, der Professor. Er ist aber weg. Herr Professor, vielleicht haben Sie ihn schon an. Nee. Hat einer von euch die andere Schuh gesehen? Wenn ich den Saujung kriege, der mich der Schuh weggetan hat. Herr Professor, wir müssen uns das verbitten. Wir stehlen keine Schuhe. Also nur sei doch mal nett und gib mich der Schuhe raus. Ich kriege auch keinen Straf. Zur Belohnung gebe ich euch auch nichts auf. Tja, Professor, Sie können unsere Pulse nachsehen. Wenn ihr euch einbildet, ich hopp jetzt auf einem Bein durch die Klasse. Ich hab Zeit. Herr Professor, es hat zum zweiten Mal geläutet. Unter den Schuh kann ich nicht weg. Herr Professor, wir haben gleich Geschichte bei Herrn Dr. Brett. Da kann ich mich gut drücken. Ist da was Besonderes? Da drüben, das ist die höhere Töchterschule. Ja, ist ja praktisch. Oh, die sind hübsch. Kann mit denen anbandeln. Die Blonde mit den langen Zöpfen rum, das wäre so mein Fall. Hier liegt die Schwarze. Mensch, die hat Rasse. Beine kriege ich. Und ich die Große mit der hellen Bluse. Du, da ist was dran. Und welche willst du? Alle. Ferkel. Man merkt, dass du aus Berlin kommst. Fett! Morgen. Morgen. Was habt ihr denn? Herr Kollege, das muss wohl ein Irrtum sein. Ich habe hier Unterricht. Und ich warte auf meinen Schuh. Was ist hier los? Ja,
Moin, Herr Kollege. Bitte schön, Herr Professor. Dankeschön, Herr Schaumann. Dankeschön. Dankeschön. Bah! Was habt ihr für eine fiese Charakter?